So, es ist Sonntagmorgen. Ich esse gerade mein schönes Frühstück. Und dazu schauen wir der Surge beim Spielen zu. Macht den Sonntagmorgen natürlich immer besser. Es ist 10:10 Stuttgart, München. Aber die Jungs reißen das Ding noch. Übrigens das erste Spiel mit unserem neuen Quarterback, Jan Weinreich, mit dem ich zusammen in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe. Das heißt, ich bin echt gespannt, wie das Ding hier noch weitergeht. Okay, Game Day Bier. Das ist ein Athletenbier hier. Cheers. Auf die Surge. Go Surge, baby. Surge-Spiel lief gut, die Jungs haben gewonnen, ich glaube 29:9, sauberer Spieltag. Danach war der Physio kurz hier, das haben wir auch durchgezogen. Ich habe jetzt noch ein Bier geschnappt, bei mir geht es jetzt nämlich zum Barbershop. Wir machen nochmal frische Seiten, bevor wir die Bilder machen. Für das Wichtigste hier, die nächsten Tage, Shirt Drop. Ja, wir haben die Kommentare gelesen, die Jungs haben immer gefragt, ey, wo sind die Shirts, wo sind die Shirts? Die Shirts kommen, wir machen die Bilder dafür heute und das ist der Plan, let's go. So, wir sind da. So, wir sind da, genau. Kurze Fahrt. Was brauchst du denn eigentlich bei deinen Haaren? Frische Seiten. Ich bin auch am Überlegen, so, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Ich habe nochmal so ein neues Haarkonzept mir überlegt, ja. Soll ich nochmal neu strukturieren hier, was auf meinem Kopf wächst? Mal wieder umswitchen, ja. Ich rede jetzt gleich mal mit dem. Wäre interessant bezüglich den Vlogs, weißt du? Ja. Neuen Look direkt präsentieren. Ja, deswegen. Also, ist eigentlich vom Timing gerade gut. Wir müssen die Bilder sowieso machen. Cousin. Nice to meet you. This could be your permanent location? Yeah. Yeah. Plus the van. Right now. Der Kollege schneidet sehr, sehr viele Football-Jungs, besonders die Jungs, die bei den Hurricanes spielen. Kannst du dir mal die Wand anschauen. Das sind die ganzen Leute, die bei ihm schon gecuttet wurden. Siehst du, ein Haufen Miami Hurricanes-Jungs, ein Haufen Dolphins. Ja, yeah, No blend, just get it going. You think you can make that? All right, perfect. We got it, here it is. You see it here first. In the dorms, and eventually, you know, that's like a pipeline where guys start college and go to the pros. So it was like a constant cycle. Every year, someone new would get drafted, took off. Eventually, you have the name. Yeah. And from there, I ended up with the Dolphins. And it was crazy because one of the players who I was cutting, which is Mike Pouncey, he ends up getting drafted first round by the Dolphins. So that was like my intro to the league. So that's when I was like, all right, yeah. This is what we're doing. This is what we're doing. Ich geh jetzt was essen, Bro. All right. Wir sehen uns nachher. There we go. That's it. Yeah. So, also während Jakob jetzt beim Friseur sitzt, werde ich hier mal kurz was essen. Ich bin gerade rübergegangen. Das waren nur 100 Meter daneben. Zu Wendy's. Und zwar habe ich mir hier so ein Double Dave geholt mit einer Cola und Pommes. Und der wird jetzt gegessen und dann schauen wir mal, was bei Jakob rauskam so lang. Vor allem mit einem neuen Quarterback. Der QB hat übrigens mit Jakob. So, ich habe dann kurz bei Wendy's was gegessen. Normalerweise esse ich nicht so gerne Fastfood, aber wenn ich schon in den Staaten bin, dann mal zuschlagen geht schon. Ich kann mich ja auch eigentlich bei Jakob und Britney bei dem ganzen super cleanen Essen anschließen. Und deshalb muss ich jetzt auch mal die Chance nutzen, hier mal irgendein Fastfood zu probieren. Mal schauen, was Jakob macht. Yes, sir. Was sagst du zu deinen Haaren? Das hast du schon mal einen Blick in den Spiegel geworfen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, stabil. Okay, ich zeig's dir mal noch nicht. Wir sehen uns dann am Ende. So, Haare fertig. Haare was fertig. Sagst du? Ready für nächstes Jahr, Mann. Lass mal close sehen. Wir spielen keine Spiele, Digga. Shit. Wir spielen keine Spiele dieses Jahr. Keine Gefangenen. Indiana Chief. Erfolgreich.
erfolgreicher Trip, Mann. Haircut ist setted für die nächste Season. Haircut und Mindset muss stimmen vor der Season, weißt du? So, aber das, das ist jetzt zwar ein Hard Cut, würde ich mal sagen, aber du hattest den auch in Season mal. Ich hatte den, als ich gesigned habe bei den Raiders. Es lag aber nur daran, ich gebe euch jetzt mal die Full Story hinter dem Haircut. Und zwar war ich in Boston, das Ganze mit den, mein Agent hat Bescheid gesagt, bam, bam, bam. Die Raiders haben sich gemeldet, die haben gesagt, hey, du hast heute Nachmittag um 4 Uhr einen Flug nach Vegas, damit du den Vertrag unterschreiben kannst. Und ich habe gewusst, wenn du den Vertrag unterschreibst, da werden immer Bilder gemacht und so weiter. Ja. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keinen Haircut. Ja, das heißt, ich saß da und ich hatte keinen Haircut zu der Zeit. Das sah richtig schlimm aus. Ja. So, das heißt, ich bin einfach zu Hause in mein Bathroom gegangen, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach selber. So, und ich mache genau den Haircut, auf den ich schon immer Bock hatte. Ich hatte die Frisur schon mal so in der 5. Klasse oder sowas. Und dann irgendwann haben mir so meine Lehrer, meine Mama mit das alle ausgeredet. Ich habe gesagt, ich mache jetzt genau das, worauf ich Bock habe. So, ich bin jetzt bei den Raiders, ich mache meinen Haircut. Ich habe den selber gemacht. Da war der auch so sehr aggressiv. Danach haben wir es jetzt ein bisschen angepasst. Ja, wir hatten ja einen Haufen Mediensachen diese Offseason. Das heißt, ich sah ein bisschen freundlicher aus. Wir gehen jetzt zurück in In-Season-Modus, zurück in den Grind. Da muss die Frisur stimmen, Alter. Ja, so. So, der Tag neigt sich im Ende zu. Wir waren beim Friseur. Frisur für nächstes Jahr sitzt. Danach habe ich einen Nap gemacht. Wir haben gekocht. Heute Abend essen wir Steak. Ich esse rotes Fleisch nur einmal die Woche. Wir haben hier ein paar sehr gute Cuts. Wir haben deutsches Sauerkraut mit den guten Probiotics drin. Bisschen Non-Alcoholic Beer. Und mein Stolz sind meine Salate. Ja? Also hier dieser Salat. Wir haben einen Spring Mix. Wir haben ein bisschen Spinach. Wir haben Feta da drin. Wir haben ein paar Chickpeas, ja, wir haben Broccoli Sprouts, ganz wichtig, das ist gesund fürs Gehirn. Das Ganze mit Olivenöl, Apple Cider Vinegar und ein bisschen Senf angerührt. Unglaublich lecker, ja. Brittany auf der anderen Hand hat heute nicht für uns mitgekocht. So, das heißt, ich habe mein eigenes Essen gemacht. Nein! Brittany hat sich ein Spezialessen selber... Oh, Brittany, I'm sorry, you cook. Brittany, what's wrong with you, Charlie? Brittany, stop! Let me show you a plate. Brittany hat sich eine türkische Spezialität hier selber gemacht. Kumpir, selbstgemachtes Kumpir. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ist nicht mehr viel übrig. Wie Sie sehen, hat sie sehr zugeschlagen hier und schnell gegessen, damit das Ganze weg ist. Aber das ist eine Kartoffel mit Oliven, Chickpeas, Feta drin. Ein paar Pickled Okras sind hier drin. Und Hotdog obendrauf, ja? Nur Sausage. Sausage obendrauf. Alter, das sind unsere Snacks für heute. Und Phil, du musst dein Essen auch zeigen. Heb mal in die Kamera hier. Okay. Ich esse gerade meinen Hotdog. Yes! Während die beiden gepennt haben, sich ein bisschen ausgeruht haben, habe ich Videos geschnitten und hau mir jetzt einen schnellen Hotdog rein und dann gehe ich noch an den Strand. Genau, dazu gibt es bei mir jetzt abends immer noch eine Episode One Piece zu schauen. Ja, wir sind vorhin dem Physio damit auch auf die Nerven gegangen. Das läuft hier bei mir nonstop. Wir genießen ein bisschen den Sonnenuntergang und das war's für heute. Morgen ist Montag, morgen geht das Training richtig los. One perfect week is this goal. Also, wir sehen uns morgen. Jetzt ruft jemand an. So, guten Morgen. Es ist Montag, die Trainingswoche beginnt und Jakob ist gerade dabei, sein Zeug zu packen und sein Frühstück zu machen. There you go. Aha, das ist doch ganz interessant. Ready. Senk 12 Uhr Abend. Unten. Innen. Oben. Noch welche. So, damit haben wir es. Und Monday kommt. Packed, ready to go. Mm-hmm. So.
Kannst du uns mal kurz erklären, wie sie dein Bein so zuckt? Das ist ein Elektroschock, der hier durch mein Bein durchgeht und der so ein bisschen Active Recovery auf die Muskeln macht. Und währenddessen gönne ich mir gerade unser erstes Video und responde zu ein paar offenen Kommentaren. Genau, jetzt wird die Zeit maximal gut genutzt. Ja. Ich kann hier Rehab machen und ein bisschen Business nehmen. Ja. Durch. Wir haben alle Must-Dos getroffen, die Shakes sind gemacht, Hydration läuft, PT-Session läuft und jetzt geht's raus zur Session mit Pete. Ich bin mal gespannt, wie die Physio-Adjustments sich anfühlen, aber das Wichtigste ist beim Ganzen das Mindset. Ja, es ist schon richtig heiß, wir sind schon ein bisschen fatigued, aber wir gehen jetzt raus, wir killen die Session, danach fühlen wir uns gut. Let's go! Nutrition und Schlaf stimmen, dann stirbst du zwar, aber innerhalb von 30 Sekunden bist du wieder back up. Ja, ihr habt gesehen, ich bin gestorben auf den Boards, aber ich komme wieder zurück. T-Shirt hier ist durch, T-Shirt 1, aber ich habe vorgesorgt. Ich habe extra ein Spezial-Shirt mitgebracht für den Lift, das zeige ich euch jetzt. Erstmal hier aufhängen, so machen wir uns bei Bomb Readouts. Schön die Wäsche zum Trocknen aufhängen hier. Alright, komm. Für den Lift haben wir das ganz Spezielles, Fall Winter, brandneu, Bromance Edition. Das ziehen wir jetzt zum ersten Mal an. Mal sehen, wie das Brusttraining damit läuft. Ja? Ah. Alright, Black on Black gefällt mir. Was trinkst du eigentlich? Das ist meine zweite Mahlzeit am Tag. Recovery Shake. Hier ist Banane, Erdbeere, Protein, bisschen Haferflocken drin. Ich glaube Wasser, Kokosnusswasser und Mandelmilch. Also leichter Shake vor dem Lift, damit meine Carbs nicht crashen. Ich versuche alle 3 Stunden was zu essen. Wollen ein bisschen Muskeln aufbauen, ein bisschen Fett verlieren. Glutamin, Kreatin haben wir auch mit drin. Genau. Dann hier habe ich meine Hydration. Das muss ich während dem Lift trinken. Hier sind auch Elektrolyte drin, Wasser. Also läuft, wir haben das Ganze durchgetaktet, Mann.
durch. Heute wieder extra langer Lift, weil morgen 4th of July ist. Ich mache jetzt ein bisschen PT, dann fatzen wir raus, wir catchen Jerks, wir machen nochmal ein bisschen Football. Dann geht's zurück zum PT, vielleicht eine Runde schwimmen und dann sind wir durch für heute. Also, ab geht's. Christina! Jakob! So, Lift ist fertig. Das Theme diese Woche ist eine perfekte Woche. Für mich sind es hauptsächlich die richtigen Routinen. Ich koche jeden Tag, aber ganz wichtig, und hier kommen wir zu unserem Partner, AG1. AG1 habt ihr sicher schon oft von mir gehört. Es hilft mir, meine Supplement-Routine realistisch umzusetzen, konsequent umzusetzen und keine Tage verloren gehen zu lassen, an denen ich nicht meine Vitamine nehme. Ihr habt hier euer AG1 Powder. Hier drin sind 75 Inhaltsstoffe, ja, das sind Mineralien, Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen, andere Zutaten aus Lebensmitteln. Was AG1 von anderen Supplements absetzt, ist die Bioavailability. Holt euch den Scooper hier raus, praktisch, der Löffel wird schon mitgeliefert. Ja, ihr holt euch einen Scoop, packt es in eure AG1 Shaker Bottle rein. Wasser dazu, am besten ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser. Gut, mal Deckel wieder drauf, mal gut schütteln und weg damit. Alright, beim nächsten Mal ziehe ich ein bisschen besser. Ihr findet alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe in der Videobeschreibung unter unserem Video. Für mich ist das Ganze einfach super convenient, easy, einfach. Und ihr könnt AG1 jetzt frei Haus zugeschickt bekommen im monatlichen Abo, ob ihr bei der Routine bleiben möchtet, ob ihr den Rhythmus anpassen wollt, ob ihr es pausieren wollt oder ob ihr das Abo kündigen wollt. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Das Ganze ist super easy, so easy wie das Mixen von diesem AG1 Shake hier. AG1 ist unser Partner. Vielen Dank für den Support. Holt euch AG1 diesen Sommer. How are you? Doing good, how are you? Also good, a bit exhausted, but I guess I'm gonna jump in the pool before I leave. Really? Yes, what did you bring us? Well, show us the upper side of your hand. Mari. There you go. This is actually mine, but I was gonna give Jakob the rest of it. It's just a turkey sandwich. Ooh, okay. A little snack. He just started. Yeah. It's like 5 minutes. I'm gonna do my EDDs, everyday running back drills, and then my everyday special team stuff, a little bit of PT. Was hier los? Special teams work. Hi. Hey. Teil von diesem letzten Stretch sind, dass du an Techniken fallen musst, die du einsetzen willst, die du zur Verfügung haben willst, wenn du ins Camp gehst. Für mich sind es viele Special Teams Dinge. Ich mache jeden Tag EDDs, Everyday Drills. Das sind Running Back Dinge, die wir jeden Tag machen in Indies, und Special Teams Skills, die ich brauchen werde im Trainingslager. That being said, that's it on the field today. Noch mal eine Runde PT. Let's go. Ja, meine, wie viele Stunden warst du jetzt hier? Es ist jetzt ungefähr was? Eins? Zwei gleich. Zwei Uhr gleich. Wir waren hier von 8 bis um 2, also gute 6 Stunden. Das reicht doch für heute, ja. 6 Stunden ist so das Limit. Danach brauchen wir erstmal ein bisschen Rest und dann machen wir heute Abend noch mal ein bisschen was. Aber ja, gute Workday, good Workday, guter Start zu der Woche. Die perfekte Woche hat gut angefangen. Let's go. Okay, ja, wir fassen in 10. Let's go. Wenn du über Shrimp mal nachdenkst, das ist schon so richtig nasty. Das sind so Unterwasser-Kakerlaken. Und wir snacken die einfach so, weißt du, man? Mhm. Erste zwei Drittel vom Tag haben wir gewonnen.
Aber das letzte Drittel ist auch nochmal fatal wichtig, Bro. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Rest des Tages hydrate, anständig esse, stretch, recovery mache, damit wir morgen wieder angreifen können. Super angenehm. Ja, das ist einer von diesen Physios, der dich immer nur so ganz weich anfasst. Immer. Aha. Jetzt, boah, gestern hast du aber kurz geheult. Du hast ein bisschen Pipi in den Augen, man. Wir müssen schon mal ehrlich sein, Alter. Das war das große Ganze. Ach, was, ja, ganz easy. Meine Session hier mit Simon neigt sich mehr dazu, dass sie noch mal vorstellen und was du machst. Mit wem du arbeitest, wo die Leute dich finden. Wo die Leute mich finden? Ja. Ich habe aktuell, glaube ich, nur Instagram unter Eden Physio. Ja, ansonsten lebe ich jetzt seit 4 Jahren als Physiotherapeut, Osteopath in den USA und kümmere mich um so Halunken wie den Kerl und viele NBA-Spieler in den letzten Jahren. Alright, there we go. Wir sehen uns später wieder. Bei uns ist jetzt erstmal Nachmittagsruhe. Ja, Nap-Time ist angesagt. Später machen wir vielleicht noch ein paar Bilder am Strand. So, Jakob macht jetzt seine letzten Stunden Physio und dann haut der Simon auch wieder ab. Und ich gehe jetzt selber trainieren und heute Abend sehen wir uns wieder am Strand. And let's go. So, ich bin fertig bei Bomorito mit meinem eigenen Workout jetzt. Ich versuche jetzt einfach mal Jakob abzuholen. Bestimmt hat er gerade einen Mittagsschlaf gemacht. Bam! Es geht wieder raus. Aha. Ah, Jakob Johnson, Shirt Nummer 1. Wir gehen raus zum Videoshoot. Der Shirt Release soll diese Woche noch passieren. Wir müssen jetzt ein paar Bilder machen. Wir haben gewartet, bis das Licht genau richtig ist. Jetzt fahren wir an den Strand, machen Bilder, machen ein paar Videos. Wir machen gerade eine Runde Location Scouting. Hier auf dem Pier werden vielleicht Jakobs Promo Reel für sein Shirt drehen. Let's go! Das ist noch nicht genau das, was wir brauchen. Ja, das ist noch nicht. Das ist sehr schön. Egal, das Skyline auch mit den Gebäuden, aber. Und nicht genau das, wo wir nach suchen, glaube ich. Und auch ein bisschen zu dunkel. Alright, wenn ihr das seht, heißt es, wir haben kein Outro gefilmt. Darum kriegt ihr das Outro jetzt. Tut mir Gefallen. Like, subscribe, aktiviert die Glocke. Wie immer, lasst uns ein paar Kommentare da. Wir lesen die alle, wir nehmen die alle ernst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.